Die Börsen haben sich die letzten Wochen deutlich erholt. Die Anleger setzen darauf, dass die amerikanische Notenbank die Leitzinserhöhungen bald stoppt. Aber selbst wenn das so kommen sollte, müsste dann nicht viel eher Gold steigen als Aktien oder doch nicht? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Einatmen und wieder ausatmen. Lassen Sie Ihre Sorgen von sich abfallen und spüren Sie die Macht der positiven Gedanken. Glaube kann Berge versetzen. Und wenn Sie das für Humbug halten, dann schauen Sie sich mal die Börsen an in den letzten 5 Wochen. Das Umfeld ist denkbar schlecht. Es gibt nichts eigentlich, was für steigende Kurse spricht. Aber sie steigen trotzdem, weil die Anleger sich nicht mal beherrschen lassen von ihren negativen Gedanken. Sie haben losgelassen, sie lassen das Positive wieder zu und negative Nachrichten sind jetzt positive Nachrichten. Zum Beispiel schlechte Wirtschaftsdaten, das sind jetzt gute Wirtschaftsdaten. Und als ich meinen letzten luziden Traum gehabt habe, da habe ich ja danach gleich ein Video auch gemacht, das war Anfang Oktober, und da habe ich gesagt, es kommt vielleicht anders, als man denkt, und im 4. Quartal gibt es möglicherweise eine ordentliche Markterholung. Und bis jetzt war es auch so, da müssen Sie mich aber noch nicht beglückwünschen, weil das 4. Quartal, das geht ja noch eine Weile, und es kann da auch noch viel passieren natürlich. Aber was ist bis jetzt passiert? Nehmen wir mal den Dow Jones Index. Hier haben wir den Einjahreschart von TradingView. Wir waren im Januar noch auf Allzeithoch. Seitdem geht es grundsätzlich abwärts. Aber zurzeit oder in letzter Zeit ist es nicht mehr so eindeutig, wie es im ersten Halbjahr war. Also wir haben ja einen ersten starken Erholungsversuch schon gehabt im Sommer und wir haben jetzt wieder eine starke Erholung gehabt, von der wir noch nicht wissen, ist das jetzt auch nur ein Erholungsversuch oder ist das Ganze diesmal nachhaltiger. Im ersten Halbjahr, da war es noch so, man ist unter dem Eindruck gestanden einer hohen Inflation, die sich dann durch den Ukraine-Krieg auch nochmal verstärkt hat. Und dann hat man eben doch deutlich gemerkt, die US-Notenbank wird die Geldpolitik jetzt eben doch entschlossen straffen. Die Zinsen sind dann auch immer mehr gestiegen, was alles andere ja unattraktiver macht. Für Aktien ist es erstmal eine rein negative und eigentlich sogar ziemlich aussichtslose Situation. Aber seit Sommer ist es eben ein bisschen anders. Man glaubt am Markt schon seit Sommer, dass die Zinssorgen übertrieben sein könnten, weil die Geldpolitik dann ja auch Schaden anrichtet, weil sie ja auch Wachstum abwirkt, sodass die Fed an einen Punkt kommen wird, wo sie das wieder stoppen muss. Und das könnte schon sehr bald sein. Darum auch schon im Sommer die Erholungsrallye. Ende August war dann aber das große Treffen von Jackson Hole, wo Jerome Powell gesagt hat, nee, nee, die Inflation ist immer noch sehr hartnäckig und darum müssen wir sie weiter entschlossen bekämpfen. Und der Dow ist dann wieder abgesackt, sogar nochmal auf ein neues Jahrestief. Das war die erste Ohrfeige. Hat sich seitdem irgendwas geändert? Die Rohstoffpreise sind natürlich weitergefallen, die Wirtschaftsdaten sind auch im Großen und Ganzen schlechter geworden, sodass man sich im Oktober dann wieder gedacht hat, das hält die Fed nicht durch. Der Kipppunkt in der Geldpolitik kommt immer näher. Und das denkt man eigentlich bis heute. Die zweite Ohrfeige, das war dann am 13. Oktober, Veröffentlichung der September-Inflationsdaten. Der Anstieg der Verbraucherpreise, der ist eben im September nur leicht zurückgegangen auf 8,2%. Und dadurch eben auch keine Rede davon, dass sich die Fed jetzt bald eine Lockerung leisten kann. Das hat den Markt aber dann nur noch ganz kurz geschockt. Er ist danach gleich wieder deutlich gestiegen.
Und die dritte Ohrfeige, dann ja letzte Woche die FED-Sitzung, wo der Leitzins angehoben worden ist um 0,75%, was natürlich erwartet worden ist, aber wo Jerome Powell ja wieder gesagt hat, wir haben da schon noch einen Weg vor uns und über eine Pause nachzudenken bei den Zinserhöhungen, das sei verfrüht. Und der Dow ist an dem Tag um 1,6 gefallen und der Nasdaq 100 um 3,4%. Aber auch davon haben sie sich sofort wieder erholt. Und man kann jetzt natürlich tief reingehen in die Jerome Powell Exegese und man kann sich fragen, was hat er hier gesagt, was hat er da gemeint, warum hat er da dann auch kurz eine Augenbraue hochgezogen. Schlussendlich hat er gesagt, das Tempo der Zinserhöhungen, das kann man vielleicht verringern, dafür ist aber der Höchststand bei den Zinsen am Ende vielleicht höher als gedacht. Also auch nichts wirklich Positives. Soll heißen, die Bullen werden abgewatscht von der Fed in einer Tour. Es stört sie aber immer weniger. Beim ersten Mal tut es noch weh, danach nimmt man es eigentlich gar nicht mehr so zur Kenntnis. Und die Fed kann inzwischen auch sagen, was sie will. Viele glauben ihr einfach nicht mehr. Exemplarisch hier ein Videobeitrag von einem Mitstreiter. Aktien lügt Jerome Powell und das ist nur ein Beispiel. Und Lügen ist vielleicht ein bisschen hart, aber wir müssen hier natürlich alle schauen, wo wir bleiben. Im Krieg, in der Liebe und auf YouTube ist alles erlaubt. Viele beschweren sich ja auch hier bei mir wegen reißerischer Titel immer öfter. Und darum habe ich heute auch mal einen Titel gemacht, der meiner Meinung nach eigentlich wirklich moderat ist. Ich hoffe aber, Sie würdigen das dann auch hier mit einem Kanalabo, dabei dann auch auf die Glocke gehen. Das ist die Benachrichtigung. Wenn Sie das heute nicht belohnen mit dem Titel, dann können Sie sich natürlich auch nicht beschweren in Zukunft, wenn dann die Titel mal wieder aggressiver werden. Aber Scherz beiseite, ein Kanalabo, das hilft mir natürlich und dadurch werden Ihnen eben auch Videos von mir vorgeschlagen, die Sie normalerweise eben nicht sehen würden oder vielleicht auch gar nicht finden würden. Jedenfalls schon mal sehr vielen Dank dafür. So oder so, also es gibt eine breite Überzeugung am Markt, dass der Wendepunkt in der US-Geldpolitik näher kommt und zwar egal was die Fed sagt, relativ egal auch was die Inflationsdaten sagen und wir können nur staunend daneben stehen und uns fragen, ob das auch wirklich stimmt. Wie ist es mit Gold gelaufen? Hier wieder da ein Jahreschart, Gold in US-Dollar. Die Goldanleger, die waren deutlich defensiver. Wir haben im Frühjahr nochmal einen starken Anstieg gehabt, auch durch den Ukraine-Krieg. Da hat sich Gold dann auch gegenläufig entwickelt zum Aktienmarkt, aber dann ging es auch da steil runter. Und im Sommer auch so eine kleine Erholung, auch da eben die Hoffnung auf eine geldpolitische Wende, aber nicht im Ansatz so stark wie am Aktienmarkt. Und vor allem die zweite Aktienmarkterholung dann jetzt ab Oktober, das hat bei Gold ja so gut wie gar nicht stattgefunden. Im Gegenteil, Mitte Oktober ist es dann ja sogar nochmal auf ein neues Zweijahrestief gefallen. Glauben also die Aktienanleger, dass bald eine geldpolitische Wende kommt und die Goldanleger glauben das aber genau nicht? Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, muss ich sagen. Der Knackpunkt ist natürlich erstmal die Inflation und man ist ja am Markt anscheinend davon überzeugt, dass die Inflation eben auch wieder zurückgeht, mittelfristig. Und wenn das stimmt so, dann ist es für Aktien natürlich nicht unbedingt ein Schaden, aber für Gold schon. Es ist natürlich zum Teil immer noch der Hohn, weil ja der Realzins in den USA nach wie vor immer noch stark negativ ist. Aber der Goldmarkt, der preist eben jetzt schon ein, auch so wie der Aktienmarkt, dass die Fed die Inflation zurückdrängt. Und eine entschlossene Geldpolitik und eine fallende Inflation, das ist für Gold schlecht. Der Aktienmarkt preist das Gleiche ein im Grunde, aber bei beiden Märkten ist das Szenario im Moment so, dass das jetzt eben zügig funktioniert und dass es eben auch funktioniert, ohne dass dabei ein großer Schaden entsteht. Es belastet natürlich zwar schon die Konjunktur, das ist ganz klar, die Frage ist aber eben, wie stark.
Und die Aktienanleger, die gehen davon aus, man kommt da jetzt schon halbwegs irgendwie durch. Nächstes Jahr milde Rezession vielleicht, gleichzeitig aber eben auch nachlassender Inflationsdruck und in einem halben Jahr sieht dann die Welt eben schon wieder viel besser aus. Und warum auch nicht? Denkbar ist es. Im dritten Quartal hat sich ja die US-Wirtschaft zum Beispiel ja auch schon etwas erholt wieder. Annualisiert 2,6% Wachstum ist ja schon mal okay. Vielleicht bleibt uns das Desaster ja auch erspart. Und das ist jetzt natürlich alles auch datengetrieben. Und Sie haben mir gegenüber heute auch den Vorteil schon mal, dass ich die Oktober-Inflationsdaten von heute noch nicht kenne, jetzt wo ich das Video gerade mache. Aber Sie haben sie, wenn das Video erscheint, wahrscheinlich schon vorliegen. Vielleicht wirft das jetzt auch alles über den Haufen, was ich gerade sage. Und vor der nächsten FED-Sitzung, da gibt es dann aber nochmal Inflationsdaten, die von November und dann natürlich auch unzählige andere Wirtschaftsdaten auch. Und dann wird man sehen. Aber eins kann man jetzt schon mal sagen. Ein Szenario, in dem die Inflation spürbar zurückgeht, sodass die FED wirklich und auch mit bestem Gewissen die Straffung stoppen kann, das ist natürlich das positive Aktienszenario. Aber ein Szenario, in dem sie das nicht besten Gewissens machen kann und es aber trotzdem tut, wegen einer schweren Rezession zum Beispiel oder irgendeiner sonstigen Krise, und da ist ja vieles denkbar im Moment, weil die Zinsen, die steigenden, natürlich das System ja auch unter Druck setzen. Siehe Immobilienmärkte, siehe Staatsanleihen, Stützungskäufe von der EZB oder von der Bank of England und so weiter. Das ist das Goldszenario. Ein Szenario, in dem sich zeigen würde, dass die Inflationsbekämpfung letzten Endes gescheitert wäre oder dass die FED eben auf eine andere Weise zeigt, dass sie den Preis für eine Geldwertstabilität nicht zahlen kann oder zumindest nicht zahlen will. Und das ist vielleicht nicht unbedingt das Basisszenario, aber so abwegig ist es eben auch nicht. Und es ist ein Szenario, in dem bei aller Liebe der Aktienmarkt Gold dann garantiert nicht mehr outperformen wird. Die Geldpolitik ist im Moment grundsätzlich eine Gefahr, sowohl für den Aktienmarkt als auch für Gold. Das dürfen wir nicht vergessen. Und die Aktienanleger, die versuchen sich aber gerade rauszuwinden, indem sie ausgehen von einem bestmöglichen Szenario. Aber die Wende in der Geldpolitik, wenn sie denn auch wirklich kommt, die kann auch stattfinden eben in einem Szenario, das für Aktien plötzlich gar nicht mehr gut ist und in dem Gold dann aber dafür plötzlich wirklich alternativlos wäre, auf eine realistische Weise und nicht so wie in den vielen anderen Szenarien, die man den Goldanlegern ständig verkauft hat in den letzten Jahren und die dann Gold aber nicht wirklich viel gebracht haben. Also halten Sie Augen und Ohren offen dahingehend, was da passiert die nächsten Monate. Und ganz kurz nochmal zu meinem Video von Anfang Oktober mit dieser Jahresendrallye, wo ich ja gesagt habe, ich halte so eine starke Erholungsbewegung für möglich im vierten Quartal, auch wenn man dieser Erholung gegenüber dann vorsichtig und skeptisch sein sollte. Ich würde das Video heute nicht mehr genauso machen, muss ich sagen, weil erstens eine gewisse Erholung hat ja jetzt schon stattgefunden und wir sind auch nicht mehr überverkauft und sowas. Aber auch darum, weil das, was ich da gesagt habe, inzwischen irgendwie gefühlt jeder sagt. Jeder sagt, die Börsen werden jetzt steigen, aber Achtung, es ist eine Bärenmarktrallye. Sogar jemand wie Michael Wilson, der Amerika-Chefstratege von Morgan Stanley, der vorher ja sehr pessimistisch war, auch der sagt plötzlich, wir sind jetzt im Bullenlager, aber natürlich taktisch, nicht aus Überzeugung. Und viele andere sagen das auch. Goldman Sachs, Bank of America, Credit Suisse, die HSBC, die sind alle im Moment der Meinung, das ist eine Bärenmarkt-Rallye und auf gar keinen Fall nachhaltig. Sodass man sich aber natürlich schon fragt, wenn keiner an die Erholung glaubt, was treibt sie dann an? Ist auch eine spannende Sache und das werden wir hier natürlich auch weiter verfolgen. Springen jetzt einfach alle nur auf den Zug noch schnell auf? Oder ist es wieder mal ein Beispiel dafür, dass die Märkte, so wie sie es manchmal tun, auf fast magische Weise Dinge vorwegnehmen, die die anderen noch nicht sehen? Und das ist dann natürlich
Erleuchtung. Und auch dafür gibt es praktische Lebenshilfe. Fehler Nummer 1 der meisten Anleger: Sie denken zu viel. Sie machen sich Gedanken über das, was gerade passiert am Markt. Hören Sie auf damit, damit sind Sie an der Börse falsch. Wird Ihnen jeder Sparplanverkäufer auch sofort bestätigen. Und in Wahrheit, da kommen ja das Geld und der Erfolg sowieso von selbst aus dem Kosmos. Und Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch dieses Buch gekauft hier. Keine Begegnung in unserem Leben ist Zufall. Und das gilt natürlich auch für Ihre Begegnung hier und jetzt mit diesem Video. Darum tun Sie das nicht ab, sondern geben Sie Ihrem Schicksal eine Chance. Entscheiden Sie sich jetzt für ein Kanalabo. Und abgesehen davon nicht vergessen, einatmen, ausatmen, bitte auch genau immer in dieser Reihenfolge. Alles Gute Ihnen und wie immer Dankeschön fürs Zuschauen.